Alles, was es braucht, um dir ein Leben nach deinem Herzen zu gestalten, ist in dir verborgen. Nochmal, alles, was es braucht, um dir ein Leben nach deinem Herzen zu gestalten, ist in dir verborgen. Im Grunde genommen brauchst du überhaupt nicht im Außen zu suchen, wie dein Leben nach deinem Herzen ausschauen könnte oder wie der Weg dahin ist. Das ist alles in dir verborgen. Im Grunde genommen, schwarz-weiß gesagt, brauchst du nur eines zu tun, in dich hineinzulauschen, auf tiefster Ebene mit deinem Herzen, mit deiner Essenz, mit deiner Seelenessenz Kontakt aufzunehmen, sie zu befragen und die Antworten, die du dazu bekommst, zuzulassen und denen dann auch zu folgen. Eigentlich ganz einfach. Und doch so herausfordernd oder schwer. Warum? Erstens sind das Dinge, die man uns nirgendwo beigebracht hat. Wir haben immer gelernt, im Außen orientiert zu sein. Spätestens am ersten Schultag hat der Lehrer uns beigebracht, hier vorne spielte die Musik. Beta-Zustand war angesagt. Aufmerksamkeit im Außen. Schluss mit Tagträumen. Der zweite Punkt ist, dass wir so sehr angefangen haben, schon in frühester Kindheit uns zu verbiegen, es anderen gerecht zu machen und uns so zu verhalten, dass wir möglichst viel Liebe, Lob und Anerkennung bekommen. Weil danach lechzen wir alle, nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Die Liebe, die Lob suchen wir meist beim Partner. Eines der Gründe, warum so viele Beziehungen auch auseinandergehen nochmal. Weil die Liebe, die ich in mir vermisse, die suche ich beim Partner. Und dann stellen wir irgendwann fest, ja, deine Taschen sind leer, meine sind auch leer. Und dann trennt man sich wieder, ist wieder auf der Suche. Dann ist der nächste Partner da, rosa rote Brille, bis man dann merkt, oh, jetzt habe ich das gleiche Spielchen wieder. Ja? Also Liebe suchen wir im Partner. Und Anerkennung, die suchen wir im Beruf, im Job, in der Firma. Wenn ich an mich früher denke, was haben meine Augen gestrahlt, wenn mein Chef mich gelobt hat? Da war die Welt in Ordnung, da war die Welt eine Kugel. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht über ein Lob, über eine Anerkennung freuen darf, aber dass man sich seiner selbst, dem, was einen selbst wirklich ausmacht, mit dem eigenen Wirken, so bewusst ist, dass das völlig losgelöst ist von äußerlichen Umständen, ob ich gelobt werde oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Dann sind wir natürlich auch sehr geneigt, im Außen zu gucken, wie machen die anderen das. Ich bringe dir ein Beispiel, damit du mal so ein bisschen erkennst und Aha-Effekt hast, was ich damit meine, dass alles in dir verborgen ist, was es braucht, um dir dein freies Leben nach deinem Herzen zu gestalten und dass du aufhören darfst, im Außen zu suchen. Weil das ist alles nur eine Prägung. Wenn du dir eine Pizza in der Pizzeria bestellst, du hast Lust auf Pizza oder hockst auch in der Pizzeria, egal, dann fragst du ja nicht, was ist die meistverkaufteste Pizza hier, was ist die beliebteste Pizza hier. Es sei denn, du hast einfach mal so diese Idee. Aber in der Regel gehen wir ja in eine Pizzeria, gucken auf die Karte, was schmeckt mir und das bestellen wir. Es ist uns doch eigentlich völlig egal, was die beliebteste Pizza ist. Richtig oder falsch? Und wie wäre es, wenn es dir ab heute völlig egal wäre, was andere von dir denken, wie andere das machen, wie der Weg von anderen ausschaut, wie die Ziele von anderen ausschauen und du ein einziges Ding machst, ganz bei dir selbst ankommst, in die Tiefe deines Seins eintauchst und beginnst, unabhängig von der Meinung von anderen, deinen eigenen Weg zu gehen. Fühl da mal rein. Kann es sein, dass dein Herz da anfängt zu hüpfen und Freude schon aufkommt? Gleichzeitig sagt der Kopf, was auch immer. Ja? Ermutigung, lausch auf dein Herz, folge deinem Herzen. Die Ideen, die du in dir hast, die hast du in dir, weil sie aus dir entspringen. Und schau dir dazu auch gerne mein kostenfreies Videotraining an, wo ich noch drei essentielle Schritte mit dir teile, die ich auch mal gemacht habe, die du im Grunde genommen auch als Anleitung nehmen darfst für dich, für deinen eigenen Herzensweg.
Link findest du in der Nähe von dem Video hier. Klick drauf, kriegst du sofort Zugang und dann sehen wir uns gleich beim Video drehen. Bis dahin, ciao, ciao.